So, zu dieser Sektion. Ordentlich steil. Buchkogel die zweite. Und los geht's. Ach, wir müssen zur Geheimwaffe greifen, glaube ich. Ha! Oder können wir so auch? Ja, wir kriegen es aber einfach. Ja, wir sind bereits kurz unterm Buchkogel Spitze. Probieren wir was ganz was Verrücktes. Mal schauen, ob wir das irgendwie zu Wegen bringen. Aber das wird halt ein bisschen zu steil sein, glaube ich. Aha, alles klar. Wenn wir da mit der Axt einschlupfen. Das geht natürlich nicht, das ist klar. Nicht anfahren, weil wir da haben wir so einen lieben netten Freund, da sieht man, der steht da, greift her und darum, gut, ich kann vielleicht noch so probieren, das sind von der Seite, aber da bin ich, da wird einmal halt bei der Hinterachse einfahren. So, ist aber gut gegangen. Jetzt wird er auf die Füße kommen. Ah, das bin ich nicht mehr, aber das passt schon sehr. Wir wissen eh, wie gut das ins Auto geht. Wir brauchen da keine Gewaltexzesse mehr. So. Schön hat er das gemacht, dass ich direkt noch einmal zurück runterfahren und
auf der anderen Seite auch noch mal rauf. Das ist ja wirklich. Fährt er schön ruhig. Noch ein bisschen. Und gewichten wir sind es. Vorher viel schwerer gewesen als wir hinten. Ist nicht immer gut. So. Speziell beim Bergauffahren ist es dann ein Pferdefuß. Dass er halt dann gern nachhupft wie ein Gasbock. Oh, wir haben da natürlich auch die 75-17-19er Pitbulls um. Gleich wie auf die 2-2er. Nur da auf der 1-9er Füllung ist er natürlich um 5 mm schmäler, weil es nicht so sanderdruckt. Und er ist natürlich auch ein bisschen kompakter dadurch und kann natürlich ein bisschen besser arbeiten, der Reifen auf der Felge. War zwar immer so ein 2-2er Frick mit 1-9er, weil es sich halt von der Größe recht blöd ausgeht, aber mehr wie 2-2, 1,18 bis 1,20 Reifenbreite, das eh nicht fahrbar da. Nicht gedacht für das Auto. Und jetzt ist er natürlich, jetzt ist der Reifen natürlich ein bisschen höher als der auf der 2-2er, weil der 2-2er, der auf der 2-2er drauf ist und das ein bisschen mehr in die Breite geht und darum ein bisschen geringer ist im Querschnitt. So, und jetzt fahren wir wieder mal eine Runde. Oh, schau, der Strom ist aus. So, liebe Freunde, und jetzt das Finale. Und wir sind nämlich bald oben.
So, und hier das Gipfelkreuz des Wiltoner Buchkogels. Sehr schön hier herum. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt, da beim Seich rumfahren, der Reifen steht halt früher an am Kotflügel, weil eben ein bisschen höher auf der 1.9er folgen wie auf der 2.2er, wo er zwar ein bisschen niederer ist, aber dafür halt der 4 um eine Spur breiter, nämlich gleich um 5 mm. Während er da auf der 1.9er Felgen sie auf das Originalmaß reduziert. Aber er arbeitet so sehr gut und ist sehr kompakt. Greift er recht gut, während der andere auf der 2.2er natürlich jetzt zum Reinen Steinwüste fahren, sie fast ein bisschen besser eignet. Oh, jetzt haben wir uns verfangen. Na, schau, da mag sie befreien. Da. Haben wir sich ein Astel eingefahren gehabt. Ah, da ist noch eins drin, sieh es gerade. Okay, das tun wir auch gleich weg. Ist nicht schön. Thank you.
wirklich sehr kompakt zum Fahren. So, wirklich so. Schauen. Wow. Wow. Ja. Verblüfft mich schon sehr, muss ich sagen. Das ist schon sensationell, wie er mit den Rädern, muss ich sagen, fahren. Nicht Reifen, sondern mit den Rädern fährt. Gegenüber den zwei Zwarern. Das ist die 1001 Nacht oder so eigentlich. Sehr gut. So, jetzt geht wieder zurück, Obi. Jetzt geht es wieder zurück, Obi. Wieder aufpassen. Am verkehrten Berg hochgehen. Auf dem Weitwinkel fahren, weil sonst da bin ich zu schwer mit dem. Ich gebe übrigens keine Gase, fährt von selber. Also es ist schon ein bisschen steil da.
So. Wenn wir da raufgefahren sind, dann werden wir da oben auch kommen. Gehe mal davon aus. So. Obi kommen wir immer heißer schön, ne? Fragt sich nur wie. Wow, ein Fahrfehler, das war sonst gar gegangen. Öha, was ist da los? Stopp, Pause. So Leute, vorzeitiger Abbruch, technisches Gebrechen. Da ist die Schrauben rausgefahren. Okay, ich habe die Schrauben aber gefunden, glücklicherweise. Und die werden wir jetzt da zurück einmontieren. Also, bis später.